ein voll integrierter Pilot mit Steffi, Modelljahr 2021 für knapp 90.000 Euro. Und wer Pilote kennt, für 90.000 Euro kriegt man wirklich ganz viel Ausstattung. Fahrzeug ist nagelneu. Wir sind in Mülheim an der Ruhr bei RS Reisemobile an der größten Wohnmobilstraße der Welt, hätte ich fast gesagt. Aber es ist kalt, es regnet. Heute ist 5. Mai. Hier ist Steffi. Ich grüße dich, Steffi. Hi. Ja, das ist ein voll integrierter. Klär mich auf, was ist das? Ein was? Ein voll integrierter. Ja, Mensch, jetzt hast du mich wieder. Dafür bist du für die fachlichen Erklärungen bist du zuständig. Ich zeig's dir mal. Also voll integriert bedeutet, du hast auch eben in dem Fahrzeug gesessen. Da war das Führerhaus und vorne das Cockpit sah aus wie der normale Fiat Ducato. Genau, richtig. Und hier haben die das Fahrzeug komplett voll integriert drumherum gebaut. Das heißt, du siehst... Ich kann die Stühle drehen. Ja, nicht nur das, das war bei dem Alkoven, das kann man beim Teilintegrierten auch. Okay. Aber das Besondere hier ist, das sehen wir gleich, wenn wir drin sind, du hast diese Panoramascheibe mit drin, du hast keine Einschränkungen von der Breite. Mhm. Das können wir uns gleich mal, vielleicht mal kurz bei dem anderen nochmal angucken, den wir eben hatten, dass du den Unterschied siehst. Wenn du dir dieses Gesicht einfach mal merkst hier, das ist jetzt ein Vollintegrierter, siehst du? Da, in der Sache. Ja. Und daneben, guck mal hier, da steht ein Teilintegrierter. Aha, okay. Da ist quasi... Du kennst ja auch den Lieferwagen Fiat Ducato. Ja. Und die Schnauze hier ist der Lieferwagen quasi. Ja. Das ist das Fahrzeug. Und bei dem Vollintegrierten hier daneben, da hast du das komplett integriert. Und das macht natürlich im Raumgefühl, du siehst, dass sich das hier so ein bisschen verjüngt nach hinten. Mhm. Beziehungsweise verbreitert dann. Ich hatte bei dem, glaube ich, eher das Gefühl, dass ich in einem Auto sitze. Und da hat man, glaube ich, dann eher das Gefühl, dass das wie ein Wohnwagen ist, oder? Reisebus, Entschuldigung. Nee, oder Wohnwagen. Also ein Wohnwagen fährt er nicht. Reisebus. So, wir haben lange nicht zusammen gearbeitet. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Komm, Steffi, du bist Schauspielerin. Ja. Du kommst hier aus dem Ruhrgebiet. Sogar aus dem Pott. Ich komme aus dem Pott ursprünglich, aus Bochum. Aber ich wohne in Düsseldorf. Ich bin jetzt zum 17. Mal umgezogen. Ich glaube, das ist auch die 5. Stadt und Land. Ja, was ziemlich cool ist, sind hier die Lampen. Das hier sind tatsächlich Lampen hinten, guck mal. Die sind orange und rot, man sieht es nicht, aber Full LED hier mit drin. Die an der Seite. Dann hast du einen Fahrradträger. Du kannst dich noch daran erinnern, wie der runterging? Ja. Mach mal. Du bist ein Sack, hätte ich gesagt. Kannst dich noch daran erinnern. Ah, ich liebe das, Steffi. Ja. Nee, falsch. Kalt. Ja, scheiße, ich hab's vergessen. Hast du echt vergessen? Ja, einfach ziehen. Zieh einfach. Einfach feste ziehen. Ja. Guck mal. Nee, jetzt noch nicht drücken, weil da hinten ist noch eine Schlaufe drin. Ja. Die musst du vorher entriegeln. Aber das ist der Fahrradträger. Machst du hinten noch Heck drauf. Aber wir haben Glück. Das Fahrrad hat nämlich eine riesen Heckgarage. Das Fahrrad, das Wohnmobil. Und das ist übrigens... Das sind so ein kleines bisschen die Proportionen, die wir hier in Mülheim haben. Mach mal auf hinten bitte. So mal in die Garage reinschauen mit Außendusche. Sehr schön. Das ist mal gut für den Hund. Der riesigen, den zeige ich euch gleich. Der wird dann auch mal abgeduscht. Oder auch Gummistiefel oder was auch immer. Ne? Mach mal hier das Licht an bitte. Ich stellte Steffi vor Herausforderungen. Guck mal, da ist so ein Schalter an, aus auf der linken Seite. Siehst du es? Da ist so ein Symbol. Ach, so ein Mini-Dingen. So könnte sein. Geht aber noch ist nicht. Aber nicht. Geht noch nicht. Wir haben den Hauptschalter mal angemacht. Jetzt warte mal gerade. Ich probiere mal gerade was, Steffi. Warte mal. Vielleicht habe ich ja mehr Glück oder auch nicht. Nee. Aber das kriegen wir noch raus. So, also Zoo-Ösen mit drin. Deine teuren E-Bikes. Du fährst schon E-Bike? Nee. Ich fahre gar kein Fahrrad. Mein Fahrrad ist geklaut worden. Gut, du wohnst auch in Düsseldorf. Seitdem fahre ich kein Fahrrad. Aber ich wollte mir jetzt mal wieder eins kaufen. Auf jeden Fall ein riesen Kofferraum. Wenn du dich mal kurz... Oh ja, okay. Wenn du es selber machst, könnte man drin schlafen fast. Ja, aber was könnte man hier alles mitnehmen? Also man könnte einen Roller mitnehmen, Fahrräder. Ja, Gartenmöbel zum Beispiel, Tisch. Proviant, Zelt, Kiste Bier. Die Steckdose zum Aufladen der E-Bikes ist gleich mit drin. Und wir haben eine beheizte Garage. Das sieht man also auch hier unten. Da sind die Luftöffnungen von der Luftheizung mit drin. Hier überall nochmal Halterungen, dass ich was reinmachen kann. Und hier drüber ist dann das Bett. Entsprechend verstärkt. Raus. So.
dann gehen wir am besten mal rein. Ich zeige euch mal gerade die technischen Daten von dem Fahrzeug. Es handelt sich hier um den Pilote G 741 FGJ Sensation. Modelljahr 2021, Einzelbetten, das lieben die Leute, Solaranlage ist mit drauf und er hat wirklich viele Extras mit drin. Ich blende euch das mal ganz kurz ein, dass ihr das habt, also 200 Watt Solar ist mit drin, wir haben den Radträger mit drin, also ganz viele Extras mit drin, aber was die Franzosen gut können, ist das Thema Design, wird in Frankreich gebaut, bitte einmal eintreten. Das ist die Aufbautür. Hier hat man übrigens schon ein kleines Fach für Schuhe, direkt am Eingang. Ja. Naja, klein, schon groß. Oh ja, das ist riesig. Ich habe gerade rein. Wir haben ja, wir Frauen haben ja auch nicht viele Schuhe. Obwohl Männer auch. So, dann direkt am Eingang hast du dann die Fernsehvorbereitung schon mit drin. Du hast ein digitales Display, heißt ID-Switch, was hier eingebaut ist. Was du per Touch dann aktivierst und ja Füllstände zeigst und so weiter. Aber was auffällt, das ist wirklich luxuriös von der Ausstattung und du hast viel Platz. Ja, hast du wirklich. Und die Holz. Das ist eben das voll integrierte dadurch, dass das alles zusammen ist. Oder sag nochmal, das ist ja hier alles, wir haben ja quasi alles zusammen. Also es ist alles eins. Genau, die Breite ist, also wenn du siehst, die Wand hier an der Seite, die geht ja durch. Das ist das, was du wahrscheinlich meinst. Und genau. Die geht bis vorne hindurch. Die Breite wird nicht eingeschränkt. Vielleicht ein ganz kleines bisschen nach vorne verjüngt sich's. Ja. Damit es optisch, und guck mal, die Aussicht hier ist schon was ganz anderes. So, und das ist das, was ich meinte. Dieses Fahrzeug würde ich mir jetzt nicht zutrauen zu fahren sofort, weil das einfach wirklich wie ein Bus ist. Und das andere war wirklich mehr wie ein Fahrzeug. Ist aber reine Übungssache. Also ich kann mit dir gerne mal mit meinem 7,5 Tonner, du darfst ihn ja fahren, können wir ja mal auf dem Platz mal üben gleich. Oh komm, das machen wir. Da fährst du mal 380.000 Euro gegen die Wand. Das ist so der. Und ihr seid live dabei. Ihr seid live dabei. Genau. Grüße an Robert Christens von Morello. Ist allerdings ein Firmenwagen. Also privat könnte ich mir sowas ja nicht leisten. Aber da wir ja die auch teilweise testen hier bei uns. Dann fahre ich mal den Firmenwagen. Fährst du mal den Firmenwagen. Das ist jetzt witzig. Komm, ich zeig mal gerade, wie du da sitzt. Du sitzt halt wie so ein Affe auf dem Schleifstein, so ein kleines bisschen. Das ist im Auto habe ich den Sitz immer ganz weit vorne, weil immer alle sagen, wie fährst du denn? Und ich fühle mich da hinten, da ist noch ein Meter Platz. Ja, wenn ich so eingeklemmt bin, fühle ich mich einfach sicherer. Wenn du mal den Sitz so machst, wie es dir am schönsten wäre. Da unten drunter, guck mal, vorne ist so ein Griff. Da kannst du nach vorne ziehen. So. Jetzt gehen wir einen Schritt zurück. Ja, noch ein bisschen wahrscheinlich. Ist schon besser? Ja, so ist gut. So ist gut. So ist auch Automatik. Ja. Automatik, ja. Du hast hier eine Wanderautomatik von ZF, also die wirklich sanft schaltet. Tolle Leistungsentfaltung. Ich fühle mich hier sehr klein drin. Ehrlich? Mhm. Aber es wird dir stehen, so das Fahrzeug. Wenn du dann rückwärts einparken müsstest, dann Nadelöhr, genau. Das Ödelnadel. So, und dann. Ich meine, da würden alle gucken, wenn ich mit so einem Fahrzeug um die Ecke komme. Ich glaube. Guck mir die Spiegel, du hast richtige Busspiegel. Ja. Ich meine, du siehst wirklich alles, muss man echt sagen. Also der Rundumblick ist großartig. Ich habe alles im Blick. Ja, es kommt noch besser. Du hast auf der linken Seite, guck mal hier, eine Kamera mit drin. Ja. Das ist wie im Reisebus so ein bisschen, dass du zurückgucken kannst. Du kannst an den Seiten gucken. Mhm. Du hast deine Aufbautür, kannst du öffnen? Mach die mal auf, bitte. Dann mal sehen. Also da könntest du jetzt an der Mautstelle zum Beispiel aussteigen oder einfach mal so, wenn du mal raus willst. Dann die Integration. Bleib mal sitzen, Steffi. Mhm. Ich zeig dich mal gerade, dass wir das mal sehen. So, blick mal bitte zu mir. Sehr schön. Und dreh mal den Sitz. Ha. Ja, warte mal. Wie war das denn nochmal? Nee. Das ist übrigens das ist ja wieder bei jedem Fahrzeug gleich. Ja, aber ich glaube, unten genau der da. Wenn du da mal ziehst. Ich habe es schon so lange nicht gemacht. Macht nichts. Nee, einfach hin und her bewegen. Genau. Und jetzt drehst. Ach, stimmt.
sowas. Ich hatte es einfacher, ich konnte es sehen. Also das war der. Und da du den Sitz jetzt so gemacht hast, du siehst also, du hattest jetzt deine Fahrerposition und musstest den Sitz nicht vor- und zurückschieben. Das ist also ganz oft bei den Teilintegrierten, die ein bisschen enger sind, musst du den Sitz hin und vor und zurück, damit du ihn überhaupt drehen kannst. Hier gar kein Thema. Lieber nicht direkt. Ach, guck mal, und ich kann den, glaube ich, auch noch hoch machen. Das habe ich jetzt gerade gar nicht gemacht. Normalerweise habe ich den Sitz ja immer hoch gemacht, wenn ich gefahren bin. Ja. Das habe ich jetzt nicht gemacht und hatte aber trotzdem das Gefühl, passt. Ich bin richtig. Also vorne, als Fahrer, meine ich. Was ich toll finde, du kannst den Tisch halbieren. Das ist also auch noch ein Riesenvorteil. Du hast hier eine Face-to-Face-Sitzgruppe, also eine gegenüberliegende Sitzgruppe, die mit drin ist, die viele fragen. Also ganz unglaublich gefragt. Hast hellen Boden in Verbindung mit dunkel und hellem Holz. Das sieht richtig, richtig schick aus. Also ich bin, das war letztes Jahr noch nicht so, das Design. Dann hier eine Sitzbank. Wenn du dich da mal kurz drauf setzt, mir mal sagst, wie sich das Leder anfühlt. Ist das so wie bei dir auf der... Ganz, ganz weich. Ganz weich? Ganz weich. Ups. Ach, guck mal. Es wird angeklickt. Hm? Mit dem Magnet, gell? Mit dem Magnet. Das ist ja schick. Das hält. Das heißt, die Magneten, ja, das hält. Das ist toll. Du kannst nämlich Folgendes machen, das schenken wir uns jetzt. Du kannst aus diesem Sitz, siehst du da den Gurt, kannst einen Sitzplatz machen. Da aber viele Leute nur zu zweit fahren, brauchen die eher die Sitzbank und lassen den Sitz dann zurückgebaut. Und deine Beine, die werden dann hier versenkt unter dieser Mulde. Das wird umgebaut. Und deswegen hat man diese Kissen dann auch. Da kommen die Beine rein. Du sitzt nicht so, sitzt nach vorne. Dazu wird das Kissen hochgemacht. Das wird weggemacht. Ne? Das wird weggemacht. Genau, ich erinnere mich. Genau. Und das nehmen wir dann ab quasi. Und dann hast du einen Sitzplatz mehr. Aber viele fahren ja nur zu zweit. Siehst du da? Das wird dann hochgeklappt. Ah ja, okay. Genau. Ja, genau. So müssen wir machen. Ja, mach mal bitte. Wir nehmen am besten mal die Polster mal da vorne auf den, oder so. Damit es hochgeklappt. Und dann kannst du jetzt einfach... Ach, und das ist auch übrigens, das ist auch fest hier, ne? Das hat hier auch Magnete. Und... Das ging jetzt mal easy, muss ich sagen. Zack, zack. Normalerweise sind wir bei dem Umbau immer ewig dran gewesen, ja. bei den Leuten. Zack, zack. Ich meine, die Polster, die kommen dann natürlich weg, aber... Super. So, bitte noch einmal zurückbauen, Steffi. Also Gurt hast du mit dabei, wolltest du gerade probieren. So, das kann ich dann umklappen. Hier. Ja. Da ist eine Stütze. Genau. Stütze runter. Stopp, die Stütze ist, glaube ich, zu weit. Guck mal gerade. Oder geht's? Nee, es passt. Ah, guck mal hier, die Stütze, die muss noch ein Stück vor. Siehst du, da ist so eine Begrenzung. Ganz kleines Stückchen. Nee, zurück. Ja, ich habe vorgesagt, mein Fehler. Das war's. So, und jetzt kannst du die Polster drauf machen. Ey, das geht so schnell. Ich kenne das nur viel schwieriger. Und dann hast du deine Sitzbank als gegenüberliegende Sitzbank, die da ist. Toll. Also Riesenraumgefühl. Gut, jetzt sind 90.000 Euro. Ist natürlich schon eine Stange Geld. Auf jeden Fall ein strammer Preis. So, aber für die Leistung, die geboten wird, muss ich sagen, also ich habe ja schon viel gesehen in dem Design mit den Ausstattungsvarianten. Fühlt sich unglaublich wertig an. Es klappert nichts, hast du das Gefühl? Nee. Nee, gar nicht. Also es wirkt alles sehr, sehr hochwertig vom Material. Komm, Steffi, ich zeig dir mal, wie der Tisch ausgeklappt wird. Wenn du dich mal gerade hier auf die Bank setzt, hier auf die andere, so, da mal hinsetzt, darunter ist so eine kleine Verlängerung. Zieh die mal raus. Sollte gehen. Und dann die Tischplatte umklappen. Und dann hast du schon einen ganz großen Tisch. Wenn du mal jetzt essen möchtest, du kannst ihn auch verschieben. Ich glaube, in alle Richtungen. Siehst du, drehen, hin und her schieben. Hier mit dem Schieben. Siehst du? Ach, guck. Das ist auch extra ein bisschen fester, damit es sich während der Fahrt nicht von selber bewegt. Das ist der Tisch. Und wenn du ihn nicht mehr brauchst und du hättest gerne die Durchgangsbreite, dann einfach zuklappen, Ding wieder rein, die Finger aufpassen und dann kannst du einen halben Tisch benutzen, der vielen Leuten für so Kaffee trinken und so ja auch langt. Reicht. Prima. Hubbett, guck mal, Steffi. Wir haben ein Hubbett und ich guck mal gerade, das müsste mechanisch sein. Warte, wir schauen mal kurz, bevor wir irgendwas hier himmeln. Ja, das ist fest. Ist feste, ja, also dann tippe ich mal, dass es elektrisch ist. Und wir müssen jetzt nur noch den Schalter finden. Aber den werden wir auch mal finden.
wenn die Leute wieder schreiben. Könntet euch ja mal vorbereiten auf die Videos. Aber ja, es ist ja auch interessant. Das ist ja gerade, hier, guck mal hier. Da, guck mal, das ist die Eintrittsstufe. Rein, raus. Das ist Licht. Das ist der Hauptschal. Ja, danke. Gerade die Elektronik nochmal gekillt. Aber funktioniert. Und ich probiere mal gerade was. Warte. Das ist doch mechanisch. Ach so. Das ist der Vorteil, wenn man halt 87 Kilo wiegt. Dann ich dachte, ich wollte nichts kaputt machen. Das habe ich letztens am Auto gemacht. Um Gottes Willen, das ist automatisch. So, normalerweise muss man das weißt du schon, man muss dann die Sitze einfach umlegen. Das haben wir jetzt mal nicht gemacht. Ja. Aber du hast ja echt viel Platz. Guck mal rein. Was ich auch schön finde, ist das Licht da hinten. Ne? Dieses geht sogar automatisch an und aus, automatisch, wenn du es hochdrückst. Ja. Mach mal hier hoch bitte die Matratze, dass wir mal drunter gucken können, was das ist. Also Lattenrost, da ist die Leiter, Rausfallschutz. Rausfallschutz, genau. Ich liebe die deutsche Sprache. Rausfallschutz, da werden spätestens alle anderen, die keine zusammengesetzten Wörter haben, verzweifeln. Wer soll denn da rausfallen? Kinder. Ach, Kinder. Ja. Und wo wird das dann befestigt? Oben, so? Guck mal, das ist oben zum Einklicken. Das machst du fest, damit also Kinder oder es gibt ja auch so schlafwandelnde Erwachsene, die nachts sich rollen und auf einmal bis einen Meter tiefer. Und ich glaube, in der Höhe, das kann schon ganz unangenehm werden, wenn du hier rausfällst. Einfach hochdrücken mit beiden Armen gleichzeitig. Einfach fest. Ist zu schwer? Warte mal, ich mach's mal hier mit einem Finger. Guck, siehst du? Ah, ich weiß warum. Es ist ganz kalt. Genau, und jetzt einmal drücken. Das war's. Die Gasdämpfer, die drin sind, also du hast hier eine Gasunterstützung, wenn die kalt sind, nicht benutzt sind und die drei, vier Mal hin und her gemacht hast, dann geht es ganz einfach. Das ist der, aber... Ja, es ist Mai und es ist kalt, ne? Es ist echt kalt. 5. Mai. Es ist kalt und mir, also so langsam ist es richtig... Unangenehm. Guck, hier ist mein Spiegel. Du weißt, wie es letztes Jahr war, es hat auf einmal Klick gemacht und dann war es irre heiß. Ja. Monatelang. Ich liebe... Hitze. So, Längsbetten. Mach mal bitte hier die Tür mal zu. Das ist krass. Hupala. Also sie fällt satt ins Schloss. Du hast hier so eine Aufstiegshilfe, also Treppen. Und dann kennst du das wahrscheinlich noch von den letzten Drehs. Du kannst das hier umwandeln zu einer Liegewiese. Ja. Das ist ganz praktisch. Also zwei Einzelbetten hier drin. Tolle Ausstattung. Also Hut ab. Schon wirklich gehoben. Und dann richtig viel Stauraum auf beiden Seiten, die du drin hast. Ich filme mal gerade rein. Das ist da mal haben. Also hier kannst du das auch hochheben. Hebst mal hoch hier auf der Seite. Oder hochdrücken. Ich brauche heute Abend keinen Workout mehr. Nee, normalerweise ist die Matratze. Und dann kann man es hochheben und du kommst von oben an die Kleider ran. So. Sorry. Entschuldigung. Dann auf der Seite hast du alles massiv. Da passiert gar nichts. Nochmal einen Schrank. Auch nochmal mit... Gasdruckfedern zum Hochheben. Auch hier mal bitte kurz anheben, dass man das mal sieht, so dass du von oben dran kommst an die Kleider, ohne es öffnen zu müssen. Das ist auch natürlich dann auch relevant, wenn du das später umbaust zur Liegewiese. So, dann hast du hier unten nochmal die Möglichkeit, das zu verlängern. Zack, und da hinten ist die Matratze und dann lege ich das hier drauf. Das fand ich ja immer so schön mit dieser Liegewiese hier. Und dazu braucht man dann auch die Leiter. Das heißt, wenn also das Baby oder sowas in der Mitte liegt oder man wirklich mal den ganzen Platz haben möchte, das geht für samstags gar nicht mehr aus dem Wohnmobil raus. Mhm. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr gemacht. Kennst du das? Nee. So den ganzen Tag im Bett? Ich habe das ewig nicht gemacht. Ich möchte das wirklich gerne mal machen wieder. Ach, komm ich gar nicht mehr raus. Mich bedienen lassen. Aber brauche ich erstmal jemanden, der mich bedient? Ja, mach mal zu, das passt genau da rein. Einmal möchte ich es machen. Mit dir macht das Höllenspaß. Ja? Zu machen. Ja, weil da, zack, das Schöne ist ja, mit einer Schauspielerin sowas zu drehen, die normalerweise ja Skripte und Rollen hat und Vorgaben. Ja. Und du darfst hier richtig Steffi sein. Ne? Ich kann hier einfach mal Kind sein. Ne? Ich kann einfach hier so alles anpacken und aufmachen und rumfummeln. Und kaputt machen. So, dann baust du mal zurück bitte, wie schnell das geht. Einmal schieben, das war's. Und wenn du mich mal kurz noch mal reinfilmen lässt oder du dich einfach mal draufsetzt aufs Bett, das geht auch. Einmal fläzen, da sind ja auch hier die Matratzen, sind ja hier mit Kunststoff belegt. Dann kann man da einmal bei dem warmen Wetter... Also die Folie ist kalt, ich bräuchte eine Wolldecke. Daran soll es ja nicht scheitern. Hier oben hat man ja noch ein Aperolchen. Ein Aperolchen.
So, also das habe ich verstanden. Hier vorne noch Luftauslässe, die mit drin sind. Fernsehvorbereitung hier ist drin. Die Schränke, ich mache mal so einen auf. Das wir mal sehen, da hast du Platz mit drin. Nichts berührt. Ja, interessant. Hier, guck mal, du kannst hier zumachen und hast dann ein abgeschlossenes Bad. Dass du also hier so eine Art Raumbad hast und wenn du dann dein Geschäft ganz alleine machen willst und dein Göttergatte ist noch da, dann kannst du ja auch noch zumachen und dann kannst du sagen, ey, lass mich in Ruhe. Das muss hier so sein, ne? Auch beim Camping, finde ich. Ja, das ist zumindest mal gut, wenn vorne auf dem Hubbett die Kids sind. Mhm. Du willst hinten mal deine Ruhe haben. Die kriegst du eh nicht, kann ich dazu sagen. Auf der Toilette möchte ich jetzt schon auch mal meine Ruhe haben. Deswegen finde ich das ganz gut, dass man da... Stimmt so. Die Toilette ist auch einzeln. Wenn du mal gerade runter gehst, Steffi, ich gehe mal hier links zur Seite, damit du ein bisschen Platz hast. Lampen hier übrigens überall. Und das ist so der Blick, wenn ich mal hier rausschaue, über allem großer Spiegel in der Tür mit drin. Hallo Steffi. Ich bin nass geworden. Ich habe gerade mal versucht, ich bin nass geworden gerade. Ja. Und ich habe noch mal ein bisschen im Spiegel geguckt. Ich muss. Ob du noch schick bist. Ich müsste noch mal kurz in die Maske. Jetzt direkt? Oder gleich? Wir haben gar keine Maske, ne? Ach, schau mal, das mit dem Spiegel, mit dem runden Spiegel, kreisförmiger Spiegel, das ist ganz selten. Das finde ich schick. Dass du sowas hast. Und auch dieses Farbe finde ich schick. Ich habe nämlich jetzt meine Wand auch in dieser Farbe gestrichen. Fast in dieser Farbe. Hack Blue heißt das. Das ist Rahl. Rahl 283. Bitte? Rahl 283 heißt der Ton. Okay, also bei mir heißt der Hack Blue. Aber Rahl, das ist fast dasselbe. Also sehr, sehr edel auf jeden Fall. Das nee, es war Spaß. Ich habe keine Ahnung, was der Rahlton ist von der Farbe. Aber die Farbe ist einfach schick. So, bitte einmal öffnen. Du wolltest es probieren. Jetzt, wo du schon dran gelangt hast. Wo macht man es auf? Wahrscheinlich unten wieder mit so einem... Nee, da ist gar nichts. Und es ist auch kein Touch. Kann man da drauf? Ah, ein bisschen ziehen. Es ist wirklich noch alles, es ist alles wirklich so fest, ne? Sehr, sehr hochwertiges. So, und das war die Halterung mit einer Klammer mit dabei. Einfach, aber effizient. Mhm. Hier vorne hast du dann den Dämpfer. Siehst du den kleinen Kunststoffdämpfer? Ja, ja. Die Tedford-Toilette kannst du drehen übrigens. Dann hast du richtig viel Platz, wenn du lange Beine hast. Ich glaube, die Steffi ging gerade noch so rein, oder? Ohne drehen. Geht. Mhm. Geht. Ja, Waschbecken. Das ist ja schon so. Langt dir das von der Größe? Ja. Gerade so? Es reicht, auf jeden Fall. Wir sind ja beim Campen, ne? Da ist das alles einfach ein bisschen komprimierter, aber ich finde das schon recht groß. Mach mal unten auf. Für ein Camping-Waschbecken. Kurz mal anschauen. Auch da wieder diese Klammern mit drin. Ja, die Frage ist ja immer so. Bist du so ein Mädel, der das so ziemlich egal ist? Also wo du sagst, so wenn ich morgens mal aufstehe und ich habe jetzt gar kein Make-up im Gesicht? Nee, eigentlich... Bisschen Make-up? Bisschen, ich meine, ich sehe ja heute auch ein bisschen wild aus am Kopf und im Gesicht und so. Ich brauche jetzt nicht stundenlang im Bad, aber ein bisschen... Du hast so eine Schnellroutine morgens? Ja, das geht zack, zack. Dauert wie lang? Halbe Stunde. Halbe Stunde. Echt? Ja. Ist das die Schnellroutine? Ganz schnell, ja. Nee, aber Make-up geht eigentlich schneller. Viertelstunde. 10 Minuten Haare, Zähne putzen. Ich habe zuletzt, ihr habt ja Sachen, wo man als Mann nur staunen kann, ja, die ich mir so gern mal applizieren würde, ja, weil es gibt so ein Schnell-Make-up, habe ich gesehen im DM. Mhm. Da hast du All-in-One. Hast du das mal gesehen? Ja. Ist das gut? Geht so. Also, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich nehme halt, man hat so seine Produkte, ne? Dauert so 2 Minuten, da ist irgendwie alles in einem. Da ist so Puder, Zement, alles, was du brauchst als Frau. Primer, also es ist alles in einem. Gab es ja vor 10 Jahren auch noch nicht den Primer, ne? Aber wenn du mal den Leuten erklärst, Männer erklärst, was ist Primer? Wir haben ja viele Männer, die zugucken. Primer ist im Prinzip, dass die Haut, ich meine, könnt ihr auch nehmen, ne? Dass das die Haut ein bisschen ebenmäßiger ist, dass sich das Make-up besser auftragen lässt und... Eine Art Grundierung. Eine Art Grundierung, könnte man sagen. Mhm. Kenn ich aus dem Fahrzeuglack hier. Ja, das ist auch alles toll. Aber ich glaube wirklich, dass das Thema Schminken und Kosmetik, ja, das ist ja schon so alt wie die Menschheit selber. Also da reden wir über Tausende von Jahren, wo das gemacht wird. Und auch in der Tierwelt siehst du denn manchmal, wie sich denn zum Beispiel Männer aufbrezeln, ja, wenn du den V guckst oder ja, irgendwelche anderen. Stimmt. Also das gehört mit dazu. Ist so. Ja, auch die Hunde, ne? Die machen ja dann ist so. Irgendwie
bäumen sich so ein bisschen auf. Auch in der Tierwelt ist das so. So, guck mal hier, Handhochhalter. Das sind alles so Kleinigkeiten. Licht, machen wir bitte Licht an. Ah, guck mal hier, jetzt hast du richtig schön Schminklicht. Wow. Sag mal, bei euch im Fernsehen ist ja immer irre hell, wenn ihr geschminkt werdet, oder? Das Licht ist unglaublich hell und dadurch sieht man aber auch immer jünger und faltenfrei aus. Deswegen dieses Licht kannst du mir mal ein bisschen mehr hier ins Gesicht halten. Also das ist ja auch so ein wirklich schönes, helles Licht. Und warte, ich zeig mal. Hallo Steffi. Hallo. Ich bin immer noch weit weg. Ich habe einen Weitwinkel. Komm, wir gehen mal rein. Macht immer fresh. So, dann hast du hier eine richtige Glaswand. Die müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber eine richtig große Dusche. Also ich bin ja jetzt hier stehend. Also ich denke mir bestimmt 1,90 Meter Höhe plus das Fenster, wo man sich reinstellen kann. Also das langt. Handtuchhalter hier eben. Ich war den mal gerade raus. Dass wir dem mal zeigen. Trocknen möchte oder so, ne? Danach. Ganz viele Downlights hat man hier. Guck mal hier, diese Spots, die du dann nochmal aktivieren kannst. Mhm. Finde ich total wichtig, weil wenn du abends Fernsehen guckst und du willst einfach nur so Akzente vom Licht her setzen, dann kannst du dir die einstellen, wie du es brauchst. Mhm. Der Dometic hier übrigens nicht beidseitig öffnbar. Das haben wir offenbar zu öffnen. Mhm. Das ist quasi der, ich sag mal, die etwas einfachere Version, weil auf der anderen Seite wird es gar keinen Sinn machen hier. Und dann, der ist jetzt in Transportstellung, ziehen und der hat ja noch ein großes Gefrierfach oben. Ups, sorry. Nichts passiert. Diese Inlays übrigens hier, das Schwarze in der Mitte, das kannst du sogar noch dir selbst ändern. Farblich gestalten. Oder so? Okay. Genau, da kann man was reinlegen. Das habe ich schon gesehen. Also da, wo jetzt hier schwarz ist, kann man es machen. Oben drauf für Mikrowelle schon vorgesehen. Für eine kleine Mikrowelle rein oder halt was anderes. Vorräte, Essen, Getränke. Was auch immer. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. So, jetzt der wichtigste Arbeitsplatz des Mannes, die Küche. Das ist so. Ja, immer mehr Männer, muss ich sagen. Ne? Also, naja. Doch, also ich kenne wirklich viele. Einer meiner besten Freunde ist Koch. Ja. Auch Musical-Darsteller und jetzt Koch. Also schon immer Koch, aber. Und der kann wirklich ganz toll kochen. Ja gut, der ist auch Koch. Also ich habe gestern, habe ich mir gestern hier auf so einem Herd, ich habe auch einen Tedford, habe ich mir eine Pfanne geholt mit Keramikbeschichtung, wo ich ja weiß, da darf man nur mit einem Holzlöffel rein und nicht, du kennst das mit Metall. Ja. Dann habe ich mir dort ein bisschen Olivenöl reingemacht. Und weißt du, was ich reingemacht habe? Grüner Spargel. Hab den in der Mitte zerschnitten, hab den gedünstet mit Olivenöl, bisschen Knoblauch und Salz. Voll, den möchte ich jetzt auch. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Hätte ich jetzt auch richtig Lust drauf. Aber ich habe ja noch keine Küche. Und dazu habe ich ihm gemacht. Ich freue mich so, wenn meine Küche da ist. Paniertes Hähnchenfilet vom Aldi. Die günstigen. Ja, komm, mach's jetzt nicht kaputt. Mach's jetzt nicht kaputt. So, dann hier 12 Volt hast du mit drin. Das Spannende hier an diesen 12 Volt Steckdosen, du kennst sie ja aus dem Auto, wenn du jetzt USB-C hast zum Beispiel, kannst du einfach hier so einen Adapter reinstecken, kannst reinstecken, was du willst, geht. Mhm. Gibt auch fürs Notebook, für MacBooks, gibt es Adapter für 12 Volt. Fahrzeug steht auf 12 Volt. Ich finde, der Ofen sieht einfach geil aus, ne? Warum? Also, ja, der sieht so super stylisch aus, sehr hochwertig. Und ich mag es ja sowieso mit Gas zu kochen, weil Gas, also der Geschmack ist einfach besser, habe ich das Geschmack? Der Geschmack vom Essen ist, wenn man mit Gas kocht, meine ich, etwas besser. Ja? Findest du nicht? Die Gasflamme kommt da gar nicht ran an der Pfanne. Egal. So, wir lassen das mal so stehen. Steffi sagt, der Geschmack ist besser mit Gas. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Alles wird schneller heiß, dadurch kannst du Sachen besser anbraten. Also es ist viel punktgenauer. Vielleicht ist es punktgenauer und die, es bleibt mehr erhalten oder es verkocht nicht so schnell oder so. Vielleicht. Das werde ich mir nochmal nachdenken. Ist auf jeden Fall sehr, sehr effizient. Wenn du das reinigen möchtest, weißt du, was du vorher tun musst hier bei dem Kocher? Jetzt komm, nee, weiß ich nicht. Ich habe ja keinen. Du darfst mal testen. Also ich beschäftige mich. Weiter testen, das war warm. Warm, ich glaube, Steffi. Warte, Moment, du kannst das ja irgendwie hier abmachen. Genau, drehen. Abmachen, so. Genau, guck mal. Das heißt, du kannst es leicht drehen. Nee, das ist okay. Jetzt ist die Reinigungsposition. Hier kannst du schön. Und ganz viele Leute habe ich schon erlebt, die sind so nach 2-3 Jahren, haben das Reisemobil verkauft. Dann zeige ich denen das, dann sagen die, ach so geht das. Und dann ist er total versifft. Und feste drücken, einfach dann drehen. Dann schiebt man das wieder hier rum. Super. Das war's. Gut. Aber mit dem Kochen, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das muss ich nochmal. Aber viele Profiköche kochen ja auch gerne mit Gas.
ne? Absolut. Ja. Und geht schnell. Mittlerweile ganz viel Induktion, habe ich gesehen, also in Profiküchen. Ja, okay. Und der Konvektomat natürlich darf auch nicht fehlen. Dunstabzugshaube hier mit drin. Mhm. Große Schränke oben drüber. Guck mal hier. Läuft. Ich meine, wir reden hier über 89.900 Euro. Ja, du kannst auch sowas kriegen für locker für 120.000. Also nach oben gibt es keine Grenzen. Aber ich denke, für das Geld ist man wirklich hier sehr, sehr schön unterwegs mit dem Pilot. Absolut. So, eine Kleinigkeit müssen wir noch zeigen und öffnen. Das sind hier unten die Schubladen, dass wir da noch gucken, wie viel Platz hier drin ist. Eine. Mensch, die sind aber noch fest. Zwei. Drei. Das riecht immer alles so schön neu. Mit Selbstanzug, da ist wahrscheinlich der Müll drin. Ja. Hier ist der Müll, genau, und für Flaschen oder sonstiges. Und Besteckkasten. Hier ist der Besteckkasten. Die große Dometic-Spüle, da ist sie. Mach mal auf, bitte. Da kannst du auch große Teller auch mal reinmachen. Und hier unten unter dem Kühlschrank hast du noch eine Schublade. Zack. So, von Hettich übrigens. Das ist ein ganz bekannter Beschlaghersteller. Dann hast du hier Doppelboden. Mhm. Auch da mal bitte öffnen. Da hast du richtig viel Stauraum nochmal mit drin. Deswegen, weil auch hier die Luft natürlich zirkuliert im Doppelboden, nicht ganz so kalte Füße. Mhm. Und hier vorne, mach da mal bitte auf. Da hast du dann auch nochmal Wassertankzugang, Reinigungsfunktion, einmal Frischwasser und einmal Grauwasser. Hier vorne zu dir ist Grauwasser, da hinten wird es dann rausgepumpt, das ist das Frischwasser. Und du kannst es ja schon reinigen. Mhm. Das ist auch nochmal. Und das sind die Tanksonden, siehst du das hier, ja. Das blaue? Damit du sehen kannst am Display, wie voll dein Tank ist. Oh. Steffi, wir sind durch. Okay. Halbe Stunde haben wir gebraucht. Zack, zack geht das. Wir sind jetzt schon drin. So ein bisschen, wir werden schneller, weil spätestens wie in einer richtigen Ehe, wir haben uns nach dem dritten Video nichts mehr zu sagen. Mir fällt noch was ein. Dann kommen die Geheimnisse. Gibt es übrigens auch auf Deutsch, jetzt hier auf Französisch. Ich kann ja mal probieren, ob ich das umstellen kann. Batteriespannung 13,55 Volt. Hier kannst du an und aus. Hier hast du dann die Wasserzufuhr. Frischwasser, Grauwasser. Gut, ich wohne in Frankreich. Und hier siehst du über Solar, das ist hochinteressant. Wenn du Solarzellen auf dem Dach hast, ja, geht dir die Aufbaubatterie nicht kaputt, weil die dauernd ein bisschen geladen wird. Das heißt, also die entlädt sich dann noch nicht. Mhm. Deswegen ist die hier rappelvoll. 13,55. Oft ist ja so, weißt du noch, wir kommen in die Autos rein, die Batterie ist leer. Das stimmt, ja. Das ist so der. Ich erinnere mich. Der nette Nebeneffekt hier drin. Aber cool finde ich hier diesen Schalter. Wenn du den mal gerade drückst, ich zeig mal gerade hier rein. Welchen Schalter, den? Den, genau. Den einen Ausschalter oben drüber. Und dann geht. Nee, ganz oben, guck mal. So, und jetzt ist alles aus. Heißt auch Display. Das, was ich gerade gemacht habe. Das, was du gerade gemacht hast. Das, was ich gerade gemacht habe. Komm, wir gehen mal raus. Der. Sonne leider wieder weg. Mensch. Schlimm, solange es nicht regnet. Pilote G741 FGJ Sensation. 21er Modell mit Einzelbetten und Solar auf dem Dach. 89.900 Euro. Ich bin begeistert. Wir sind bei RS Reisemobile in Mülheim an der Ruhr. So sieht das Fahrzeug dann von vorne aus. Ich zeige es aber gleich mal, weil die sehen ja alle gleich aus. Hier vorne steht das gleiche Fahrzeug nochmal. Wir stehen neben einem Etrusco, ist auch großer Etrusco-Partner. Und hier sieht man, das ist die Front, die 21er Front, voll integriert von Pilote. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Steffi, du hast einen Instagram-Kanal. Ja. Leute, die dich lieben, wie findet man dich denn? Ja, auch die mich nicht lieben, die können trotzdem gucken. Stefanie Karl. Stefanie mit PH und Y, ganz wichtig. Und dann Karl. Karl. Und dann auf dein Gesicht gucken, wenn man dich erkennt, dann bist du es. Ansonsten German Television bitte abonnieren auf YouTube, liebe Saarlandfernsehen Einzuschauer. Sie finden auf German Television, wenn Sie das googeln, auch alle Videos zu uns, zu Steffi. Wir haben schon ganz viele Videos gedreht, also ich denke Dutzende sogar schon. Sehr viele, letztes Jahr, und ich freue mich, dass wir heute ganz viele neue drehen. Ja, diesmal Pilote. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.